Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Die WoW Classic Beta geht morgen zu Ende. Und in dem heutigen Video möchte ich euch einfach mal ein paar Dinge vorstellen, die wir in WoW Classic haben werden, die es aber eigentlich in dem originalen WoW Vanilla von 2005 noch nicht gab. Vorab möchte ich auf jeden Fall sagen, dass die Dinge noch nicht hundertprozentig bestätigt sind natürlich, weil wir die halt hier nur in der Beta gesehen haben. Aber wie gesagt, bei vielen Dingen ist es schon sehr wahrscheinlich, dass die auch dann so kommen werden. Ja? Und wir fangen direkt an mit der ersten Geschichte, die mir aufgefallen ist und auch vielen anderen natürlich. Und zwar, wenn wir uns hier mal anschauen, ja, wir haben hier einen Kolben in der Mainhand und ich habe hier einen weiteren Kolben im Inventar. Und jetzt möchte ich die beiden Sachen miteinander vergleichen. Ja, und im originalen Vanilla von 2005 gab es keine Möglichkeit, hier irgendwie die Werte direkt miteinander zu vergleichen, anstatt immer so hin und her zu switchen. Ja. Es gab dann irgendwann einen Add-on, womit man dann quasi hier einfach die Maus drüber halten konnte und dann gesehen hat, okay, welche Waffe man in der Mainhand hatte. Und jetzt hier in der Beta, tada, ich drücke einfach die Shift-Taste einmal und die Waffe quasi im Inventar wird mit beiden Waffen, die ich noch anhabe, verglichen. Ja. Das ist quasi kein Add-on oder so, das ist von Haus aus einfach ein Feature hier, was Blizzard implementiert hat in der Beta und es macht auf jeden Fall auch Sinn und hat auch keinen Einfluss irgendwie aufs Spielgeschehen. Von daher, ja, ein Top-Feature, worauf wir uns auf jeden Fall freuen können und was, denke ich mal, auch auf jeden Fall kommen wird. So, Leute, wir fackeln nicht lange rum und machen direkt mit dem zweiten Feature weiter. Wir loggen uns hier gerade mal aus und schauen hier mal in die Charaktererstellung rein. Ja, wir können hier nach Belieben unsere Charaktere hin und her moven, ja. Es war so in der Form auch im originalen Vanilla noch nicht möglich, ja, dass wir hier einfach so unsere Charaktere neu anordnen können. Ja, ist einfach der Übersicht halber, finde ich, ein nettes Feature. Müsste nicht unbedingt drin sein. Ich hätte auch damit leben können, wenn man das nicht verändern kann. Aber keine Ahnung, vielleicht werden sich ja einige darüber freuen. Und ihr könnt mir gerne auch nochmal in den Kommentaren schreiben, warum ihr das Feature feiert oder warum sie das wahrscheinlich implementiert haben, keine Ahnung. Ja, ist eine nette Geschichte und wisst ihr auch Bescheid, wie gesagt, ihr könnt hier quasi auch in Char hin und her swappen und da es auch in dem Fall auch keine negativen Auswirkungen auf das Gameplay haben wird, gehe ich auch hier davon aus, dass es auf jeden Fall auch im Spiel sein wird. So, für das nächste Feature sind wir hier mal in den Wald von Elven rausgegangen und ich kill mal den räudigen Wolf hier an der Stelle, ja. Und im originalen Vanilla hätte ich den jetzt einfach nicht so automatisch looten können an der Stelle. Ja, aber ich mache einfach mal nur Rechtsklick, ja, nichts anderes. Und das sehnige Wolfsfleisch wird direkt gelootet, ja. Weil ich nämlich hier im Interface unter Steuerung hier schnell plündern aktiviert habe. Das bedeutet, man kann einfach nur den Mob anklicken und es wird automatisch alles, was da drin ist, gelootet. Das war so in der Form in Vanilla nicht möglich. Ich weiß nicht genau, ob man das quasi mit einer Taste belegen konnte und dadurch das Schnellplündern aktivieren konnte oder ob es gar nicht in-game war. Eins von beiden war es auf jeden Fall. Und das finde ich auf jeden Fall auch ein nettes Feature, was ich auch finde, jetzt das Gameplay nicht so megamäßig verändert. Klar, ich meine, das Farmen wird einfach dadurch ein bisschen entspannter. Man hat einen Klick weniger oder einige Klicks weniger pro Mob. Ne? Das merkt man schon auf Dauer. Wird ein bisschen, ja, vereinfacht dadurch. Aber finde ich nicht schlimm. Also finde ich ein Feature, was einfach sinnvoll ist und was auch, glaube, mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch am Ende im Spiel sein wird. Ja, wir fackeln hier wieder nicht lange und machen direkt weiter mit dem nächsten Feature. Und zwar, wenn ich hier auf das Hauptmenü gehe, dann sehen wir hier direkt einen Add-on-Bereich. Und auch diesen Add-ons-Bereich gab es so in Vanilla eigentlich nicht. Ja, normalerweise, wenn man die Add-ons verändern wollte oder aktivieren oder deaktivieren wollte, musste man hier immer in das Charaktererstellungsfenster gehen und dann hier auf Add-ons klicken. Ja, und dann konnte man die hier quasi an- und ausschalten. Jetzt haben wir quasi hier in-game die Funktion, dass wir die Addons an- und ausschalten können. Finde ich auch eine coole Geschichte, ja, finde ich durchaus sinnvoll. Auch wieder ein Feature, was hier auch das Gameplay nicht irgendwie verändert. Ja, ich kann hier einfach zum Beispiel Classic Castbars deaktivieren, dann neu laden und dann ist das Addon deaktiviert. Und da denke ich mal, können wir auch von ausgehen, dass es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Spiel drin sein wird. Gut, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Feature. Ich kann euch das leider nicht mehr zeigen, weil es anscheinend in dem aktuellen Beta-Client schon entfernt wurde. Und ich hoffe auch, ehrlich gesagt, an der Stelle, dass es vielleicht damit auch bedeutet, dass das Feature vielleicht nicht mehr kommen wird. Ja, denn einige haben auch hier schon gesagt, dass sie es nicht unbedingt geil finden. Vor ein paar Wochen konnte man hier noch in der Beta Spieler für eine Gruppeneinladung vorschlagen. Ja, ich bin gerade in einer Zwei-Mann-Gruppe mit Radiance hier. Ja, und wenn ich zum Beispiel möchte, ey, hier Charles ist gerade online gekommen,
Invite ihn nochmal bitte, dann brauche ich einfach nur, also brauchte ich ihn einfach hier nur so rechts anklicken und konnte quasi hier vorschlagen, ihn in die Gruppe zu inviten. Und dann hat quasi der Gruppenleiter eine Nachricht bekommen. Die Pfeiler schlägt quasi Charles als Gruppenmitglied vor, wie auch immer. Und dann konnte er ihn quasi einfach mit einem Klick inviten. Ja? Und ich finde auch, ehrlich gesagt, dass das auch schon eigentlich eine kleine ja, Vereinfachung wieder ist irgendwie und auch dazu führt, dass man weniger mit anderen kommunizieren muss in Vanilla. Ne? Denn ich muss ihm dann nicht schreiben, ja, hier, invite mal den und den irgendwie, dann hat er vielleicht eigentlich auch noch eine Frage, ja, wer ist das denn irgendwie, erklär doch mal. Nein, ich kann ihm das einfach vorschlagen, ja, und er invitet ihn und fragt dann vielleicht auch gar nicht mehr, hey, wer ist das denn überhaupt irgendwie und dadurch wird die Gruppe vielleicht schon wieder ein bisschen unpersönlicher. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben eventuell, aber ich denke, ihr versteht das Problem. Wie gesagt, ist leider in der aktuellen, und was heißt leider, also ist ja zum Glück, kann man fast schon sagen, im aktuellen Beta-Client anscheinend nicht mehr verfügbar. Wie gesagt, das Feature ist hier irgendwie nicht mehr da. Ja, wie gesagt, ist ein Feature, was ich finde, was nicht unbedingt kommen muss, was ich nicht unbedingt feiern würde, aus den eben genannten Gründen. Und ja, wir können gespannt sein. Sagt mir gerne mal eure Meinung, was ihr zu dem Feature sagt. So, um euch das nächste Feature zu zeigen, bin ich hier gerade mal auf den Greifen gehüpft und was direkt auffallen sollte, ja, oder WoW-Veteranen auf jeden Fall auffallen wird, die auch WoW Vanilla schon gespielt haben 2005, dieses kleine Symbol war eigentlich noch nicht da. Ja, seht, ich kann hier draufklicken und dann bleibt das aktiviert und das bedeutet, ich kann quasi den Greifen am nächsten Flugpunkt schon wieder verlassen. Ne? Jetzt bin ich hier nur nach Ironforge geflogen. Aber angenommen, ich hätte quasi jetzt versucht, den kompletten Kontinent zu überqueren mit dem Greifen. Und dann, wenn ich diese Funktion anmache, dann landet der Greif quasi in der nächsten möglichen Station wieder und lässt mich da absteigen. Ja, finde ich jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich meine, so oft ist es auch nicht vorgekommen, dass man sich mal verflogen hat, finde ich. Ja, ist mir persönlich nicht so vorgekommen. Ja, das erleichtert die ganze Geschichte hier ein bisschen halt. Mein Gott, wenn man aus Versehen sich mal halt verklickt hat und gar nicht so weit fliegen möchte, kann man eben früher abspringen. Ja, ich denke, das Feature wird auf jeden Fall so kommen. Finde ich aber auch nicht weiter schlimm. So, für das nächste Feature habe ich mich hier mal zum Briefkasten begeben. Und zwar können wir hier einfach zum Beispiel an meinen Twink, ja, wo ich immer mein ganzes Gold im AHA mache, einfach mal so ganz entspannt, ja, 12 Items auf einmal versenden. Ja, das war in der Form in Vanilla auch noch nicht ohne einen Addon möglich, ja. Das heißt auch, die ganze Geschichte mit dem Briefkasten wurde ein bisschen vereinfacht. Man kann quasi mehr Materialien gleichzeitig rüberschicken, ohne dafür einen Addon zu brauchen. Finde ich jetzt auch nicht mega schlimm. Finde ich ein sinnvolles Feature. Gerade auch, da man eben noch keine Gildenbanken haben wird. Ist es einfach ganz cool, dass man dann vielleicht auch hier, also wie gesagt, es gibt ja noch keine Gildenbanken irgendwie. Ich glaube, die sind dann später in dem Bereich hier gekommen. Finde ich ganz nice eigentlich, dass hier das ja, Material Management, wie auch immer, ein bisschen vereinfacht wurde. Ja, auch bei dem Feature denke ich, da kann man schon mit hoher Wahrscheinlichkeit von ausgehen, dass es dann auch in-game sein wird. Und ich sag mal so, wenn Blizzard das nicht gemacht hätte, wäre wahrscheinlich eh einen Addon gekommen. So, kommen wir zum nächsten Feature. Dem einen oder anderen wird es wahrscheinlich schon aufgefallen sein, dass ich hier meine UI-Elemente, also mein Player Frame und mein Target Frame hier direkt in der Mitte habe. Das konnte man eigentlich immer mit einem relativ bekannten Addon mit Move Anything halt auch schon machen. Das gab es aber so in der Form, also ohne Addon quasi noch nicht in Vanilla. Und jetzt hier in Classic können wir quasi hier auf Fenster verschieben klicken und dann auf Fenster entsperren und können das hier quasi dementsprechend überall hinschieben. Finde ich cool, dass wir das auch jetzt hier in-game quasi direkt einfach so machen können ohne einen Addon. Macht die ganze Geschichte einfach nochmal ein bisschen entspannter. Und was ich wieder ein bisschen schade finde, ist aber natürlich wieder meckern auf hohem Niveau. Ich kann quasi hier nicht die Größe von den einzelnen Fenstern nochmal anpassen. Also bei Move Anything konnte ich hier mit so einem kleinen Button auch direkt hier so rauszoomen oder reinzoomen, also quasi das direkt größer oder kleiner machen. Geht an der Stelle nicht. Ich kann quasi im Interface hier aber natürlich mein komplettes UI vergrößern. Dann sind aber auch hier wieder die Buttons auch größer, die gefallen mir eigentlich in der Größe. Ja, das wäre auch cool, wenn man das unabhängig voneinander dann nochmal verändern könnte, die Größen. Dafür werde ich mir dann wahrscheinlich wieder einen Addon besorgen, weil ich es einfach mit meinen, ja, etwas älteren Augen mittlerweile schon dann doch angenehmer finde, wenn einfach hier diese kleinen Zahlen schon ein bisschen größer sind. Muss man mal gucken. Aber ja, das Addon an sich, das Feature an sich finde ich cool und da eben kein Addon für benötigt. Und da können wir, denke ich mal, auch schon von ausgehen, dass es so kommen wird.
Ja, und dann kommen wir auch direkt zum nächsten Feature und wahrscheinlich dem umstrittensten Feature von allen, nämlich dem Traden oder dem Handeln von Raid-Items, die gedroppt sind, ja, von epischen Sachen, die wir bekommen haben zum Beispiel, die wir dann noch für eine gewisse Zeit lang an andere Spieler handeln können. Das ist ein sehr umstrittenes Thema und Blizzard hat auch lange geplant gehabt, das auch in Five-Man-Dungeons, also in 5-Mann-Gruppen anzubieten. Das wurde glücklicherweise gecancelt, also wir werden es wirklich nur im Raid haben. Also in Molten Core, ja, angenommen, dieses Item hier würde in Molten Core droppen. Ihr bekommt das Item, dann könnt ihr das wahrscheinlich voraussichtlich noch bis zu 2 Stunden an jeden anderen Spieler im Raid einfach handeln. Ich sag mal so, in eurer 0815 Casual-Gilde, wo jeder jeden kennt, und auch in den Hardcore-Gilden, wird das wahrscheinlich eher ein willkommenes Feature sein, weil es schon mal vorkommt, dass sich der Lootmaster vertut und das Item versehentlicherweise an den Falschen rausgibt und der musste dann halt früher in WoW Classic oder in Vanilla halt 2005 ein Ticket schreiben, einen Screenshot und so weiter an den Game Master schicken, damit das Item eventuell nochmal an einen anderen Spieler quasi gegeben wurde. Ja, und so kann es quasi einfach dann so direkt gemacht werden. Also für diese Leute wird es kein Problem darstellen, denke ich mal. Also ich finde es auch nicht mega schlimm. Ich bin aber froh, dass es eben nicht in Five-Man-Dungeons kommen wird. In Random Raids wiederum, also wo viele Spieler dabei sind, die man vielleicht auch nicht kennt, ist natürlich unter anderem problematisch, weil man dann einfach nicht weiß, okay, dann bekommt vielleicht ein Spieler das Item, verkauft es aber unter der Hand an jemand anderen nach dem Raid oder irgendwie noch während des Raids oder so. Keine Ahnung, es gibt so ein paar Befürchtungen einfach, dass die Leute sagen, naja, das wird sich schon so negativ irgendwie auf den Raid auswirken. Muss man mal schauen, wie gesagt, ich finde auch, ja, man hätte das Feature auch komplett weglassen können. Ja, aber keine Ahnung, sucht euch eine vernünftige Gilde, wo das kein Problem sein wird, sondern etwas Hilfreiches letztendlich auch, weil man dann eben einfach kein Ticket schreiben muss, ja. Könnt ihr mal gerne mal eure Meinung zu dem Feature sagen. Ich finde es nicht mega schlimm. Ja, hätte man nicht unbedingt gebraucht. Ich denke mal, Blizzard will hier vor allem einfach auch Arbeitsaufwand sich ersparen, da dann quasi ja nicht jedes Mal, wenn ein Item falsch zugeteilt wurde, ein Game Master irgendwas machen muss. Und ja, sagt mir gerne mal eure Meinung. So, kommen wir zum nächsten Feature. Ich mache hier mal das Hauptmenü auf und dann gehen wir zum Beispiel hier mal in den Bereich Tastaturbelegung und da fällt direkt auf, dass das Menü an sich komplett überarbeitet wurde. Wir sehen zum Beispiel, während wir hier Sachen verändern, auch immer noch, was mit unserem Char abgeht, was einfach sehr hilfreich ist, ja, dass man dann irgendwie leichter auch sehen kann, oh, wenn man zum Beispiel gegankt wird oder einen Mob aggroht und so weiter. Im originalen Vanilla konnte man das quasi nicht mehr sehen und war quasi mehr oder weniger blind und wusste nicht genau, was mit seinem Char abgeht, wenn man hier Dinge im Menü verstellt hat. Gerade zum Beispiel im Bereich von der Tastaturbelegung, wo man einfach sehr viele Möglichkeiten hat, sehr viele Tasten zu belegen hat, ist es echt cool, dass hier links so diese verschiedenen Bereiche auch quasi in Unterordner gruppiert sind, damit man zum Beispiel genau weiß, okay, irgendwelche Tastaturbelegungen für die Kamera zum Beispiel kann man dann hier machen und wie gesagt, im originalen Vanilla hatte man quasi ein Menü, wo man endlos runterscrollen konnte und das war dann schon wirklich sehr nervig. Also auch an der Stelle, ne, hier auch bei der Grafik und so weiter, das ist ähnlich, ne, einfach sinnvoller aufgebaut. Und ja, finde ich einfach, ändert nichts am Gameplay, macht die ganze Geschichte entspannter. Ja, das Feature wird, denke ich mal, auf jeden Fall kommen. Und über das nächste Feature werden sich wahrscheinlich sehr viele Leute freuen. Ich drücke hier einfach mal Vanish, bam, und wir sehen hier direkt 3 Minuten Abklingzeit für Vanish noch. Dann können wir die Fähigkeit wieder verwenden, ja. Und wir können das einfach hier im Interface und dann unter Auktionsleisten und dann hier Zahlen für Abklingzeiten anzeigen, quasi aktivieren. Ihr seht, ich habe hier gerade noch einen Addon laufen, deswegen brauchte ich das quasi gar nicht zu aktivieren. Aber ihr seht, wenn ich es quasi aktiviere, dann haben wir es quasi hier doppelt gemoppelt. Das heißt, ihr braucht nicht unbedingt noch ein Addon, um euch die Abklingzeiten anzeigen zu lassen, wie bei Sprint oder auch bei Entrinnen hier. Ja, wie gesagt, ist ganz nett. Braucht man einen Addon weniger letztendlich. Ich habe es jetzt trotzdem über den Addon geregelt, weil ich ehrlich gesagt gar nicht wusste, dass das Feature schon in-game ist. Ja, finde ich ganz cool. Hat jetzt irgendwie auch keinen negativen Einfluss auf die Gameplay oder so, von daher denke ich auch, dass dieses Feature auf jeden Fall kommen wird. So, und das letzte Feature, was ich heute zeigen möchte, haben wir hier auch im System. Und dann ganz unten haben wir den Voice Chat, ja. Der eine oder andere wird es wissen, seit einigen Jahren kann man im Retail WoW, also im aktuellen WoW, in-game mit anderen reden. Und das wird auch in WoW Classic möglich sein. Ja, im originalen WoW, Vanilla 2005, war das auch noch nicht in-game.
Und ihr seht auch zum Beispiel, hier kann man einige Einstellungen vornehmen, Mikrofon, Lautstärke und so weiter. Und auch hier, wenn ich auf meinen Gruppenmember klicke, kann ich hier zum Beispiel auch die Lautstärke von ihm direkt einstellen in-game, ja. Ja, ist ein Feature, was glaube ich viele von euch jetzt nicht so interessieren wird, ja. Mich persönlich auch nicht. Ich denke, viele von euch werden sowieso weiterhin Teamspeak oder auch jetzt natürlich sehr viele Discord benutzen an der Stelle. Finde ich nicht weiter relevant. Ansonsten, ja, ändert es auch nicht so mega viel vom Gameplay. Von daher auch bei diesem Feature denke ich, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass es kommen wird. Ja, Leute, das sind die Features, die ich euch hier heute vorstellen wollte, die den Leuten in der Beta aufgefallen sind und die quasi auch in der Beta hier schon verfügbar waren. Wie gesagt, ist natürlich noch nicht safe, dass die auf jeden Fall kommen werden. Ne? Ist am Ende des Tages immer noch eine Beta. Von daher muss man mal schauen, wie viel Features davon natürlich auch am Ende im letztendlichen Spiel landen werden. Ich denke aber, dass wirklich ja schon sehr viele davon auch im Spiel sein werden. Ja, an der Stelle, wie gesagt, sagt mir gerne mal, was eure Meinung zu den Features ist. Welche davon feiert ihr überhaupt nicht? Auf welche freut ihr euch? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und ja, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.